Scope Deagle, weil zum einen sieht sie eher aus wie eine Deagle und auch so von den Schüssen her ist das eher wie eine Deagle. Ja, die Waffe gibt es in episch und legendär und macht 42 bzw. 44 Schaden. Zudem gibt es noch einen neuen The Block Ort, nämlich Looming Lama, wie man hier schon sehen kann, von Stormhawk. Ganz cooler Ort, wieder mit einigen Paletten, ordentlich Bäumen und vielen Kisten. Wirklich sehr, sehr vielen Kisten. Und zusätzlich, komplett unerwartet, kam jetzt das Gleiter-Item rein. Es fiel die Ballons, gibt es in 10er Stapeln und man kann sie eben halt sozusagen wie früher die Gleiter ganz einfach öffnen, wenn man über 10 Meter oder so hoch ist, über dem Boden. Noch eine Änderung ist, dass wenn man jetzt, wenn das untere Gebäudeteil über 30%, nee, unter 30% über der Erde ist, wird das automatisch platziert, sodass die Gebäudeteile dann auch wirklich nicht mehr tief im Boden versinken können. Das ist eine ganz coole Änderung. Zudem wurden ein paar ein paar Wahrscheinlichkeiten angepasst von Fallen. Die Minigun überhitzt jetzt nach 6 Sekunden. Läuft. Also, man kann damit aber früher dann auch schießen. Das heißt, sie braucht eben halt nicht mehr die Sekunde zum Aufladen sozusagen. Und der Häufigkeitsgrad von der Scoped AR wurde angepasst von blau und lila auf grün und blau. Und die Stinkbomben und die Ballons wurden von episch auf blau heruntergesetzt. Ja, ich glaube, das waren jetzt alle Änderungen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich in der Runde bin. Bis gleich. So, der Bus ist diesmal über Lazy Links geflogen. Das heißt, hier könnten unter Umständen auch welche hinkommen. Aber für den ersten Gegner hätte ich auch schon mal ganz gute Waffe. Also eine blaue Pumpgun zerstört schon ordentlich. Und was sind da hinten diese vier Blöcke? Keine Ahnung. Die gibt es aber auch nicht nur an der Stelle, sondern ich glaube, im Spielwiesel-Modus gab es so einen Block im Prinzip auch mal über Shifty Shafts. So, hier sehen wir schon mal die neuen Gleiter. Das heißt, wir können jetzt auch nicht mehr runterfallen. Zumindest nicht dabei sterben. Würde ich nicht mitnehmen. Denn One-Pumpen ist dann besser. Oder zumindest 100 Schaden machen. Als nur diese 77er jetzt. Perfekt. Weil die Gleiter sind echt verdammt oft. Ich glaube, das ist auch extra so ein bisschen gemacht, dass man das eben halt auch öfter benutzen kann, sozusagen nur dann ein Slot opfern muss. Das ist übrigens zurzeit sozusagen mein Gear, was ich benutze. Hier sehen wir auch schon das neue Sturmgewehr mit Zielfernrohr in grün. Wurde ja auch geändert. Und noch ein Punkt, man kann ja jetzt nur noch 6 Minis mitnehmen. Ja, moin. Das finde ich auch ein bisschen nervig, dass wenn man nach dem Rift rauskommt, man erstmal richtig lang unsichtbar ist. Für den werde ich jetzt einmal kurz die Scope da eher benutzen. Wenn ich ihn dann überhaupt noch sehen kann. Und er ist weg. Dann looten wir eben halt wieder weiter. Gott, hier geht's nicht runter.
Na, zumindest nicht ganz bis zum Boden. Und hier ist zum Beispiel wieder so ein Palettenspot. Auch immer ganz schön in diesen Orten. Da sind zum Beispiel auch wieder die Leiter. Hier sind wirklich Kisten ohne Ende. Ah, nur eine normale Diegel. Und noch eine Neuerung ist ja, dass die ganze Munition jetzt eine andere, ja, Textur im Inventar hat. Finde ich eigentlich auch ganz cooles, ja, Secret sozusagen. Ich glaube, ich hole mir jetzt hier ein Flugzeug. Bin manchmal auch ein bisschen nervig, dass die relativ spät erst gerendert werden. Und ich bin gerade da so halb durch die Wand geflogen. Durch die Tür. So. Ich glaube, ich lege die Gleiter weg. Sind zwar ganz schön, aber nehmen eh mal doch Inventarplatz weg. Bisher haben wir noch nicht den Revolver gefunden. Ich finde, ich hatte ihn jetzt schon ein paar Mal mehr. Und gefühlt ist er öfter als so andere epische Waffen. Und wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, ist da hinten jetzt so eine Kugel über Polar Peak. Und wenn man da drunter steht, dann ist das ganze Bild verschneit. Daher kann man davon ausgehen, dass das mit irgendeinem Live-Event zu tun haben wird. Natürlich trifft er mich. Wie findet ihr eigentlich, dass jetzt nur noch 6 Mini-Stackbar sind? Ich finde es ganz ehrlich nicht so gut, weil die 10 oder die 6 Minis ja jetzt, weil früher auch die 10 Minis schnell weggingen. Und natürlich springt man bei der Seilrutsche auch genauso hoch, dass man Damage bekommt. Ich glaube, ihr habt es gerade schon gesehen. Man kann die Richtung wechseln und man braucht auch erst, bis man Tempo mit der Seilrutsche bekommt. Finde ich tatsächlich eine coole Änderung. Ich glaube, das mit den Minis werden die auch fixen. So, da vorne ist ein Loot Shop. Könnte ja eventuell die Waffe drin sein. Alles klar. Ja. Ich dachte eben halt, ich würde ihm den Pumpshot geben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Revolver habe. Oder wenn ich irgendwie im Endgame bin. Also bis gleich. Jetzt nach gefühlt 10 Runden habe ich endlich mal den Revolver gefunden. Und natürlich in genau der Runde vergesse ich aufzunehmen, beziehungsweise dachte, ich hätte aufgenommen, bin dabei auf die Taste gekommen, wo es
wo die Aufnahme eben beendet wird. Aber wenigstens habe ich noch die Wiederholung. Wir werden uns das Ganze einmal angucken. Hier hatte ich eben halt eigentlich ein Flugzeug gesehen. Das wollte ich eben halt angreifen. Mit meinem Jagdgewehr. Hatte ich hier unten den Loot gesehen. Gut, dass die Seilbahn nicht backt. Wow. Wiederholungsmodus. Hier hatte ich jemand dann nochmal den Gleiter mitgenommen. Sonst eigentlich nichts. Alter, diese Seilrutsche, ne? Den da vorne hatte ich versucht zu snipen. Ich hab's dann nicht ganz geschafft. Und wie man es gleich sehen wird, habe ich den. Also zum einen, da vorne habe ich eben halt den Revolver das eine Mal gehört. Irgendjemand von dem muss den gehabt haben. Aber von dem habe ich dann letztendlich den Revolver gar nicht bekommen. Ihr werdet das ja gleich sehen. Dann kam von hinten, der hat mir wirklich 3 Hits mit dem Revolver bekommen. Dann hat er erstmal einen richtigen Disrespect bekommen. 215er Headshot mit dem Jagdgewehr. Wenn ich jemand dahin gegangen, hatte auch nicht mehr allzu viele Leben. Da merkt man einfach mal die Stärke vom Revolver. Dass der einfach relativ schnell schießt. Dann diese 42er Hits bzw. 44er Hits raushaut. Dann sind die immer doch mal schnell 120 Leben weg. Glück hatte der noch ein bisschen Heal. Ja, aber ihr werdet leider kein richtiges Gameplay jetzt mal sehen. Weil ich einen dummen Fehler gemacht habe. Ja. Was war das eigentlich gerade? Habt ihr das gesehen, dass einmal oben, warte, hier, dass da so ein Raketen waren, irgendwie. Denn da vorne hatte ich eben halt versucht, mit dem Revolver zu snipen. Ich finde den Revolver echt ganz cool. Und die Seilrutsche ist echt so verbuggt wie nirgends anders. Genau, das da hinten war nämlich der andere, der noch ein. Nee. Oder? Doch, genau, das war der, der noch den anderen Revolver hatte, den ich ursprünglich angreifen wollte. Da hinten sehen wir schon auch den, mich letztendlich gekillt hat. Das richtig gesehen habe. Guck, da hat man es eben gerade schon wieder gesehen, dass der solche Raketen hatte. Hinten hatte ich jemand leider nicht gesehen. Trotzdem hatte ich den gesehen. Dachte eben halt, ich wäre sicher. Dann habe ich den ersten halt hier direkt einen 42er Shot gegeben. Wollte sie eben halt aufschießen. Und dann wurde ich gesniped. War trotzdem eine ganz schöne Runde.